Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich natürlich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ihr habt das Thumbnail schon gesehen und denkt euch so, hä? Sie hat das doch beendet? Ihr wolltet es nicht. Ihr habt mir auf Twitch im Chat habt ihr geschrieben, Luisa, hör auf, das nicht das Let's Play beenden. Ihr habt es in die Kommentare geschrieben, ich soll das Let's Play nicht beenden. Und ja, auf Instagram kamen auch Nachrichten. Was habe ich mir... Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, okay, dann beenden wir es trotzdem. Ich kann ja nicht eure Bedürfnisse ignorieren. Also habe ich beschlossen, wir werden es trotzdem weitermachen. Und zwar folgendermaßen. Wir werden jetzt hier in diesem Let's Play weiterspielen. Und zwar werden wir damit dann in die nächste Generation starten für das neue Farm Pack. Das bedeutet... wir spielen jetzt erstmal hier weiter. Die bekommen dann ein Baby. Bla 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 blub. Und dann, ja, Zeitsprung. Bam. Ihr werdet sehen. Es wird eine gute Story. Ich werde eine gute Story finden. Die Story werde ich euch erzählen. Und dann gibt es eine gute Story. Naja, ich will gar nicht so viel erzählen. Ich würde sagen, wir gucken gleich rein. Es muss weiter in die Uni gehen, weil die beiden sollen natürlich auch trotzdem gut lernen. So. Noah sitzt hier gerade vom Fernseher und genießt hier schon irgendwie eine coole Talkshow. Sieht ein bisschen aus wie, wie heißt das? Take Me Out. Ist es aber nicht, bestimmt. Nee, es sieht auch ein bisschen anders aus. Okay. Noah, my darling, was hältst du eigentlich davon? Kann das immer noch überarbeiten und gliedern? Vielleicht könnte er das tun. Und Elena kann sich auch, es geht gerade eigentlich allen echt gut. Deswegen setzt sie sich hier auch nochmal dran. Sie wollen natürlich auch, dass sie hier gute Abschlussnoten bekommen, aber auch, ich weiß nicht, ob beide noch Hausaufgaben machen müssen. Was habt ihr denn? Heute ist Donnerstag. Heute habt ihr, glaube ich, keine mehr. Die war schon. 11 Uhr. Das heißt, du musst hier Malerei noch machen. So, und Noah muss auch noch eine Hausarbeit machen. Das macht er auch gerade. Elena überarbeitet noch ein bisschen ihr Board. Ich lasse die jetzt auch erstmal kurz machen. Oh, Noah hat Tierarzt-Levelfähigkeit 2 erreicht. Ich fände es eigentlich auch ganz cool, wenn er eine Tierarztpraxis aufmacht, weil, ja, wir haben ja jetzt schon einiges erreicht. Ich finde, dann können wir auch ein paar Tiere, ja, können wir uns auch mal um ein paar Tiere kümmern, oder? Was denkt ihr? So, Elena hat hier gerade ein Bild angemalt. Ich würde sagen, das kann sie auch nochmal fortsetzen. Sie muss dann auch nochmal ihren Vortrag üben. Und Noah muss auch nochmal ihren Vortrag, seinen Vortrag üben. Aber jetzt ist ja eigentlich erstmal alles durch, oder? Das hat er ja gemacht. Oder ist es nächste Woche wieder? Er muss auf jeden Fall noch die Präsentation halten. Die kann er morgen halt halten. Entweder vor der Prüfung oder nach der Prüfung ist mir eigentlich... Okay, vor der Prüfung, weil er hat bis 16:25 Prüfungen, die können immer nur bis 16 Uhr gehalten werden. Elena kann morgen eigentlich auch ihre Präsentation halten. Und ja, das klingt doch ganz cute. So, Elena hat ein Kunstwerk gemalt, das sieht special aus. Oh, sie kann es für 260 Simoleons verkaufen, weil so viel Geld haben wir ja nicht. Aber Elena bringt uns halt trotzdem relativ gutes Geld. Ich würde sagen, wir können uns aber heute mal von Willi verabschieden. Es ist schon 22 Uhr. Willi, mein Darling, geh heute mal. Die beiden müssen auch mal ein bisschen Zeit für sich haben. Weil sie müssen auch mal ihre Zweisamkeit genießen. Das muss man halt auch mal hinkriegen. Ich möchte tatsächlich, ich habe mir überlegt, vielleicht können die beiden auch in ein Haus ziehen. Und wie gesagt, so eine kleine Tierarztpraxis aufmachen. Was dann natürlich von der Tochter oder dem Sohn, was auch immer sie bekommen, irgendwann übernommen wird. Was halt der Vater bis jetzt führt, also Noah. Das finde ich irgendwie total cute. Ich glaube, das könnte ich mir voll süß vorstellen. Wenn die dann so eine Tierarzt und dann haben... Die, also haben die so eine kleine Farm und so. Das stelle ich mir sehr, sehr süß vor. Was zur Hölle, ey, mit diesem Bett. Das sieht halt immer richtig special aus. Look at this. Das sieht aus, als wären die ein bisschen... Oh nein, das gucken wir uns nicht an. Das gucken wir uns nicht an. Morgen kann er auf jeden Fall die Präsentation halten. Wir können hier schon mal das Radio ausschalten. Und dann eigentlich ins Bettchen gehen. Wir können dann auch eine Dusche hinbauen, weil wir haben ja jetzt kein Haustier mehr. Ich will eine Dusche. Ich hätte gern eine Dusche.
Oh nein, etwas Seltsames ist geschehen in der Nacht. In der Nacht und Dinge sind kaputt gegangen, wenn der Sim erwacht. Ich drehe durch. Wir möchten das erstmal ersetzen. Das ersetzen. I like it. Ah, ich will es nicht reparieren. Unser Geld ist alle. Ich will aber so Elektrogeräte möchte ich immer ungern reparieren. Einfach aus dem Grund, dass ich immer Angst habe, dass man sich halt doch irgendwie das kaputt macht. Das Leben kaputt macht, besser gesagt. Kokette Herzkekse. Oh mein Gott. Lena kann ja vielleicht einfach mal ein Bild malen. Ihr geht's gerade so schlecht. Warum geht's ihr so schlecht? Achso, wir haben kein Geld. Oh mein Gott. Wir sind offiziell am Popo. Ich würde sagen, vielleicht verkaufen wir das erstmal. Und den Computer, den brauchen wir eigentlich auch gerade nicht. Oh mein Gott, das Bild wird ganz süß. Das wird, glaube ich, so eine Schokoladenpralinenpackung. Kann sie das, also, weil die Bilder habe ich vorher noch nie gesehen. Ich kann mir halt ziemlich gut vorstellen, dass sie das halt kann. Weil sie 801 im Mo. Dieses Meisterwerk an einer Galerie verkaufen. Du bist dabei, ein Meisterwerk zu verkaufen. Meisterwerke sind sehr selten. Willst du es wirklich verkaufen? Natürlich will ich es verkaufen. Wow! Lena! Du kannst auch ein Landschaftsgemälde hinterher schieben. Wow! Ich bin richtig stolz auf sie! So, Elena hat das nächste Bild fertig. 333 Simoleons. Und dadurch, dass sie das halt studiert hat, glaube ich so ein bisschen, dass sie dadurch halt auch mehr Geld verdient dadurch. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Welche Malereifähigkeit, Level hat sie denn? Level 7 schon. Okay. Was machst denn du? Hausaufgaben? Freiwillig. Wow. Okay, Dokele. Dann kannst du Noah deine Abschlusspräsentation halten. Bist du bereit dafür, Boy? Oh Gott, ich bin richtig gespannt, ob das gut wird. Und Abmarsch geht's. Wie er sich erstmal Schnieke anzieht und los geht's. Los geht's. Und Elena, du kannst es dann auch erstmal machen. So. So, ihr zwei. Wie geht's jetzt weiter? Hat Noah noch irgendwelche Freunde? Weil es wäre schon irgendwie schon ein paar. Schon irgendwie schön, ein paar Leute zu kennen. Vielleicht kann er mal seine Mutti einladen. Lad mal Nele ein. Nele kann doch mal herkommen und uns mal besuchen. Nele war schon lange nicht hier. Wir sind ja auch nicht aus dem Bösen ausgezogen oder so. Nele, ich hoffe, du kommst nach Hause. Ach so, er denkt über eine Familie. Ja, wir haben auch irgendwie noch zwei Familienmitglieder in der Familie, Jonas und April. An Jonas kann ich mich noch erinnern, aber an April tatsächlich nicht. Und warum ist Jonas auch so dunkel? Du kannst sie ja jetzt einfach mal. Kann er ja mal ein paar Sachen erzählen und ein bisschen, einfach wieder mal ein bisschen nett sein. Er hat lange jetzt keinen Kontakt mehr gehabt. Familienrat geben. Okay. Und ich weiß nicht, oh, wir haben hier ein kleines Flusel. Ich weiß nicht, ich kann mich nie. Da mal unsere kleine Wollmaus, aber hatte ich das nicht eigentlich ausgestellt? Jetzt haben wir ein kleines Puzzlefuß. Oh. Okay, alle Studenten sollten vor Ende des Semesters eine Abschlussarbeit schreiben. Die hätten wir am Computer schreiben sollen. Upsi, dupsi, schnupsi, karupsi. Juhu! Love it! Ich weiß nicht, ob ihr das noch schafft. So, es ist heute der Reden wie ein Pirat-Tag und Samstag. Elena muss jetzt leider noch mal eine Runde malen, weil wir einfach das Geld brauchen, um irgendwas zu machen. Wir haben nicht so viel Geld, Eleni. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Und danach muss ich auch weiter für die Uni was machen. Wir müssen noch mal den Napf wegtun. Und zwar. Sie muss für ihre Hausarbeit weitermachen. Macht euch bereit für die Debatte. Leute, das Debattiergefecht der Debattierer-Gilde findet draußen im Jupp White in Hof statt. Vielleicht fahren wir nachher nochmal in die Uni. Oh, sie hat Level 8 der Malereifähigkeit erreicht. Sehr gut, Girl, sehr gut.
Vielleicht, bis sie lernen, vielleicht kannst du noch eine Runde lernen vorher. Glückwunsch, Elena hat soeben ein Meisterwerk fertig Oh mein Gott, 1388 Simoleons. Wow, wenn es so weitergeht, Eleni Girl, dann wird es gut. Dann wirst du noch berühmt als berühmte Künstlerin. Und dein Mann, der wird Tierarzt. Das finde ich gut. So, sie plaudert jetzt mit Noah. Noah, ich dachte, du lernst hier ein bisschen. Aber du kannst jetzt auch mal Elena dran lassen, weil Elena muss leider noch was machen für die Universität. Und zwar muss sie ihre Abschlussarbeit noch schreiben. Und sie muss sie schreiben. Das tut mir sehr leid, Boy. Jetzt geh da hin. Und jetzt lass deine Freundin endlich für die Uni was machen. Wie er einfach sich hinsetzt. Nee, Elena, nein, pfui. Lernen. Lernen wollten wir. Ich weiß gar nicht, ob er halt so nebenbei noch einen Job machen kann. So zumindest am Wochenende oder so. Also es wäre irgendwie cool, wenn wir nebenbei so ein bisschen tierärztlich irgendwas machen könnten. Aber ich glaube, das geht nicht. Also ich weiß nicht, wir könnten wenn dann eine Tierarztpraxis kaufen, aber die können wir uns ja noch nicht leisten. Was ziemlich deprimierend ist. Ziemlich deprimierend. So, Elena hat jetzt Level 2 der Wellnessfähigkeit erreicht, was ich auch schon mal ziemlich gut finde. Wie weit ist sie denn mit ihrer Arbeit? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie lange sie daran schreibt. Oder keine Ahnung. Noah kann ja in der Zeit sich schon mal darum kümmern und schon mal wenigstens kochen und das Abendessen machen. Es gibt einfach Gemüseteigtaschen. Und dann ist das schon mal erledigt und dann muss sie das nicht noch machen. Das finde ich einen liebevollen Daddy. Und wir müssen mal hier noch das Körbchen wegräumen. Wir haben ja gerade keinen Hund mehr. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir dann hier die Wohnung noch umgestalten, weil wir haben ja dann noch wir bräuchten quasi noch ein Kinderzimmer. Ich überlege tatsächlich, ob ich hier quasi so einen Raum reinziehe, dass hier so ein schmaler Durchgang ist in das Wohn- und Esszimmer und hier quasi ein Kinderzimmer reinkommt. So könnte ich mir das ziemlich gut vorstellen, aber auch dafür müssen sie noch eine Weile was tun und noch ein bisschen arbeiten. Oh, sie ist böse gesinnt, weil, Girl, du siehst doch gut aus. Sie sieht doch gut aus. Du bist ja wunderschön, wie du bist. Ich weiß gar nicht, wie lange sie jetzt an dieser Abschlussarbeit arbeitet. Eleni Girl, es tut mir so leid heute. Aber es war heute kein guter Tag, um so viel zu machen für die Uni. Aber es ist Samstag und Samstag muss man halt auch ab und zu Uni-Dinge machen. Ich kenne das. Ich weiß, es ist nicht schön und man macht es nicht gerne. Noah hat gerade die Malereifähigkeit erworben. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, guck mal, Noah malt so ein kleines Häschen. Und da das ja eh nicht viel wert ist, wenn Noah das malt, würde ich sagen, wir hängen es erstmal hierher. Und das kommt dann ins Kinderzimmer. So, das hat dein Daddy gemalt. Das könnte ich mir halt richtig gut vorstellen. Das finde ich richtig süß. Vor allen Dingen, er findet Malen jetzt anscheinend auch nicht schlecht, ne? Die beiden passen halt wirklich gut zusammen. Auf gleicher Ebene. Was für eine Freude, in der Nähe eines Partners zu sein, der seine Freude über die Schwangerschaft und die bevorstehende Geburt mit dir teilt. Sehr gut, sie ist richtig glücklich. Noch 10 Stunden, dann können wir auch den Schwangerschaftstest machen. Das würde ich heute auch gerne noch machen. Und jo, freue mich voll. Dann können wir auch vielleicht schon mal wegen dem Kinderzimmer überlegen, wie jetzt der Plan ist. Keine richtige Ahnung, wie ich das hier reinbastel. Die Abschlussarbeit von Elena sieht gut aus. Auch wenn weitere Überarbeitungen sie noch nicht mehr deutlich verbessern werden, kann Elena helfen, den Stoff zu verstärken. Okay, sie kann aber noch schnell ihren Dozenten einmal kurz informieren und sagen, hey, pass auf. Folgendes. Und dann kann sie auch die Arbeit einmal abgeben. Kann sie die jetzt abgeben? Weiß ich gar nicht. Genau, sie kann sie noch abgeben. Dann gibt sie schnell schon die Arbeit ab. So, die beiden können sich nochmal hier unten betteln. Das fände ich irgendwie total süß, wenn die beiden hier unten nochmal eine Runde Basketball spielen. Kommt Elena mit? Da kommt sie. Ich glaube, sie kommt. Ach, das ist Ben hier unten. Ist nicht sein Daddy? Ich glaube, ja, Ben ist, glaube ich, sein Daddy. Bin ich alles täuscht. Wartet, ich will kurz gucken. Ist das dein Daddy? Bist du mein Daddy? Nee, Ben ist sein Daddy. Ben ist sein Daddy. Und Ben hat noch Lea als Tochter, genau. Und Nela hat
jetzt noch mit Jacob die anderen. Okay, dann ist Ben sein Daddy. Sehr, sehr gut. Oh, wie gut sie auch in den Sportsachen aussieht. Ich finde das auch schön. Ich habe so einen Mod installiert, wo die Schwangerschaftsbäuche natürlicher aussehen und sich halt so ein bisschen an die Figuren der Sims anpassen. Und ich finde, das sieht halt bei ihr richtig süß aus, weil sie jetzt so eine Mini-Muppel hat. Voll cute. Voll cute. Aber dann kann sie halt einfach so ein bisschen nochmal ein bisschen Sport betreiben und ein bisschen hier draußen spielen. Sie wohnen zwar in der Stadt und ich weiß halt nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, beiden passt es nicht so gut, weil sie beide eher so Landeier sind. Aber naja, was soll man machen? Er geht jetzt auf jeden Fall nochmal hoch und sie kommt auch nochmal hier rein. Und ja, dann bin ich schon sehr gespannt am nächsten Morgen auf das Dings, auf das Ultraschall-Baby-Bild. Elena, du musst noch Hausaufgaben machen, weil morgen ist auch schon Sonntag. Und zwar. Achso, sie macht schon freiwillig Hausaufgaben. Was eine gute. So, und Noah hat Level 5 der Malereifähigkeit erreicht. Wahnsinn. Er holt sie bald ein, wenn es so weitergeht. Er hat nicht mal so viele Bilder gemalt. Was ist los mit ihm? Aber damit verdienen wir halt echt gut Geld, gell? Wenn man keinen Garten hat, kann man mit Malereifähigkeit richtig gut Geld verdienen. Finde ich positiv. Finde ich positiv. Ich werde den Tag jetzt beenden und am nächsten Tag dann zum Frauenarzt gehen. Wir haben es jetzt den nächsten Morgen und wir können zum Frauenarzt gehen. Und ich bin so aufgeregt, natürlich gehen beide. So, sie sind wieder da und ich bin richtig, 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 richtig gespannt, was uns jetzt erwartet. Es ist auf jeden Fall ein Baby. Und es wird ein Mädchen. Wow, wir haben jetzt so richtige Mädchen. Dings hier, habe ich gar nicht erwartet, aber vorher hatten wir halt nur Jungs. Und jetzt kommen nur Mädchen, hier stinkert alles, ey. Girl, vielleicht willst du mal eine Runde aufräumen. Ja, also damit würde ich sagen, ihr könntet gerne mal eine Runde Mädchennamen in die Kommentare ballern. Ich freue mich sehr drauf, weil das wird unsere Next Generation und ich bin richtig gespannt. Bis dahin wünsche ich euch aber erstmal einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, ciao!